Ja, hallo meine lieben Freunde. Leise machen mal kurz hier. Ich hatte eine Anfrage, WE-Wagen, Verbräuche so im Winter, wenn ich so meine Heizung oder was ich auch alles so im Wagen habe, anmache, ob ich da große Stromverluste habe. Klar, Verbrauchungslage. Viel im Kraftwagen. Verkaufst du da, machst du viel die Heizung an, im Kraftwagen, dann ist auch ein höherer Spritverbrauch. Aber ich habe das jetzt mal gemessen gegenüber dem vorherigen E-Wagen, den ich hatte. Und beim vorherigen E-Wagen hatte ich das so, wenn ich, sagen wir mal, bei minus 3 Grad oder sonstiges, funktioniert das hier überhaupt? Ich weiß das gar nicht, ja, ne? Habe ich die Heizung angemacht, also die Klimaheizung, dann ging von meinem Gesamtverbrauch 10% weg. Es gibt kleine Tricks, aber wir hatten früher auch im Wagen mal, also wir noch mit Sprit gespart haben im Auto. Damit wir weiter mitkommen, haben wir dann immer so die Heizung wieder ausgemacht, wenn es warm war. Das macht man im E-Wagen dann auch. Und noch ein kleiner Tipp, fast jeder Wagen hat eine E-Heizung. Entschuldigung, nicht E-Heizung, Quatsch. Eine Sitzheizung im Wagen. Ich zum Beispiel auch. So, Sitzheizung hat immer grundsätzlich weniger Energieverbrauch als eine Klimaanlage. Also, wenn es unheimlich kalt ist im Wagen, wenn er morgens, wie ich, manchmal um 4 Uhr einsteigen muss, klirrende Kälte draußen, einfach die Sitzheizung anmachen, und da hat man gar keine Verbräuche, das hatte ich auch beim vorherigen nicht. Und jetzt hier beim Opel Corsa E, habe ich das jetzt mal getestet, heute Morgen, war kurz nach 6, wohl nach 6, halb 7, ich denke mal so 1,5 Grad minus draußen, 1 Grad minus, und ich habe dann die Klimaheizung angemacht auf der Autobahn auf der 57. Es geht aber kein Energie weg. Also wurde nicht abgezogen. Da habe ich wirklich alles angemacht. Ich habe volle Kanne Lüftung angemacht. Da habe ich noch alles an. Ja, Sitzheizung ist auch an. Trotzdem blieb der auf diese KW-Zahl, KWH-Zahl, die ich auch angezeigt bekommen habe. Nicht wie beim vorherigen. Dann ging die war, weiß ich, bei 10%. Nochmal 200 kWh hat sie drin, wieder auf 180 runter, aber durch Ausschalten kam die Energie immer wieder zurück, also die 20 kWh. Und hier bei dem Opel Corsa E ist das gar nicht, da hast du keine Differenzen. Das ist so absolut genial, den Wagen. Den hätte ich auch als Family-Wagen gefahren, weil hier ist genug Platz drin. Ich bin ja mal mit 3 Kindern, also 2 Erwachsene, 3 Kinder, sind ich mal nach Helgoland gefahren. Zwischen Kreuz Oberhausen und Kreuz Oberhausen West 5 Kilometer Stau plus 30 auf der Passung alles. So wie gesagt, ich hatte hier keine Energieverluste. Okay, jetzt mein Wagen, der stand jetzt 4 Tage über Karneval zu Hause. 40 Hagen nach Dortmund zwischen Westhofen und Dreieck Dortmund. Wenn man trinkt, soll man nicht fahren, dann ist man gehalten. Über Karneval. Da hatte der Wagen dann 4 Tage Stand, also Donnerstag, Freitag, Samstag. War Sonntag bin ich erst noch mitgefahren mit dem Wagen. Duisburg nach Dienstag zu meinen Eltern. Und 8 kWh weniger. Aus Koblenz nach Mönchengladbach. 8. Zwischen Wanlow und Reitz. Der Wagen muss im Akku ja noch eingefahren werden, muss ich dabei sagen. Und der ist auch nicht so alt. Schön, endlich mal wieder meine Musik hier. Das ist DJ Casanova. 8 kWh weniger. 6. Und alles gut. Es kann natürlich sein, dass bei anderen Autos das anders ist. Weiß ich nicht. Aber ich bin für so genial im Leben. Außerdem, haha, ich habe heute gefahren. Ich habe heute aufs Pumpen geguckt. Also 6.000 Euro. Ah, geil. Genau richtig. 2 Tage zu früh, zu spät. Ich weiß nicht, mal gucken, wann die eingegangen sind bei mir. Die scheiß, also ich war jetzt andere Bank, also andere Stadt und sie ist dann meine Kontoauszüge. Boah, sie ist dann alles nicht so. Okay, ich bin auch hoch. Ja. Hätte man einen großen Montag da sein können, ne? Weil ich feier war, ne? Dann wäre ich zu Fuß da eingegangen, wo ich gefeiert hätte. Alles klar, danke, tschüssi, 6.000 Euro, Butter.